Good evening, good midday. Hallo zusammen zur nächsten Session. Hier am Samstagabend 12 Uhr, also 0 Uhr. Wo soll ich anfangen? Ich habe versucht für euch das Spiel, also ich weiß mittlerweile, dass man auf YouTube die 21:9 Formate tatsächlich so hochladen kann. Nur das ist alles noch nicht so scharf. Also, mal kurz und knapp, wenn ich euch das so in High Resolution und einer richtig geilen Qualität liefern will, dann brauche ich einen neuen Bildschirm. Punkt. Ich kann es momentan echt nur in 1080 aufnehmen und euch auch zeigen. Müssen wir jetzt erstmal soweit klarkommen. Schauen wir mal. Ja, ich habe wie gesagt in den letzten, also im Off ein bisschen rumprobiert, ob das funktioniert. Ich habe den ganzen Samstag, den ganzen Freitag verbracht. Wir haben seit Freitag. Diese Folge kommt erst am Sonntag raus. Wir machen jetzt eine 1-Stunden-Folge. Sagen wir mal jetzt um 12 Uhr geht's los. Und zocken jetzt mal eine Stunde durch. Ist ein bisschen schwer, wirklich in einer halben Stunde irgendwie viel Content aufzunehmen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal rein. Was ich jetzt nochmal ändere, ich habe ja gesehen, ich kann ja doch recht viel jetzt auch einschalten. Meine Grafikkarte packt ja doch ein bisschen mehr als sonst. Hintergrundfarbe 30, 90, 100. Ja, komm, ja, machen wir. Achso, das ist Untertitel. Ja, lassen wir mal hier 30, das war eigentlich ganz gut. Grafik. Da sind wir auf Psycho, das passt. Automatisch passt eigentlich auch. Ist eigentlich das Einzige, was wir noch hier wirklich einstellen können, ist hier Qualität der Screen Space Reflection. Machen wir auf Psycho und gucken mal, wie das wirkt. Okay. Ja. Alles klar. Maximal FPS. Das können wir anschalten, auf jeden Fall. Wert 240. Theoretisch würde das mein Bildschirm packen. Ich weiß nicht, ob das meine Grafikkarte packt. Ich glaube eher nicht. Also in den Tests war es immer so bei 80. Wir machen einfach auf jeden Fall mal. Ja, maximal FPS. Schwierig. Was sagt er denn da? Wert. Wert. Okay. Ja. Ich will natürlich nicht, dass er die ganze Zeit nur aus 60 aufnimmt. Ich würde das schon maximal. Komm, wir machen das aus. Ist doch scheißegal. Okay. Ja. Dann wollen wir mal reingehen ins Gemenge. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kujira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fische ihn vielleicht. Gehen direkt rein. Ich sitze jetzt hier auch direkt im Auto. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, alles klar. Ich verstehe warum. Ja, das ist, wie gesagt, noch hier. Also, folgendes. Wir sind hier ausgestiegen beim Jackie. Da bin ich weggefahren. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich weggefahren bin, hat er gesagt, ja, sorry. Wenn du dich verpisst, dann verpiss ich mich auch. So in etwa. Ist weggefahren. Ich habe jetzt einen anderen Job. Begib dich zum Tor von All Foods. Ich denke mal, dass das jetzt eben die Mission mit dem Jackie ist. Das werden wir auch jetzt, denke ich mal, direkt verfolgen. Weil das andere brauchen wir ja nicht mehr. Das passt soweit. Okay. Aber der verfolgt es immer noch, ne? Ich stehe immer noch bei All Foods. Ja. Ich stehe immer noch bei All Foods, die Beine in den Bauch und guck dem Gras beim Wachsen zu.
Die Maelstromer machen fröhlich Party. Ja. Alles klar. Wieder mal geile Mucke hier. Es wird endlich mal Tag. Auch schön. Ich finde es immer noch schade, dass man hier nicht hupen kann. Alles kann man machen. Also, naja, nicht alles, aber vieles. Ah ja. Da muss ich rein, okay. Dann stellen wir mal den Wagen hier ab. So. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein Bankomat. Verkaufen, was will ich denn verkaufen? Kann hier irgendwas verkaufen? Gucken wir mal. Ah. Oh. Ja, schön. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt. Wir haben hier viele Waffen. Ich denke immer mal, dass die oberste die beste Waffe ist. 75, damals 72, 71, ja. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir die anderen Waffen hier verkaufen, weil die brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Ja. Entfernt. Ich hätte jetzt Kohle dafür bekommen. Ja, hoffe ich doch. Ja. Entfernen wir mal alles hier, was wir nicht brauchen. Weg damit. Weg damit. Die können wir mal noch behalten, falls die andere Waffe irgendwie einen Geist aufgeben sollte. Dann haben wir hier Schroten. Wir haben ja gerade eine ausgerüstet. Das ist die. Fuck. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Die können wir auf jeden Fall schon ausrüsten, die Lexington. Okay. Die Schrotflinte, wir haben auf jeden Fall eine bessere ausgewählt. Weg damit. Brauchen wir nicht. Besser ausgerüstet, können weg. Das, die haben wir ausgerüstet. Aha. Weg. 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 Ist besser. Ja, aber der vergleicht die mit einer Pistole. Powerpistole. Hä? Es ist ein Sturmgewehr, es ist keine Pistole. Also ganz ehrlich, warum wird das verglichen mit einer Pistole? Ja. Weg damit. Die können wir auch wegmachen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nee, wir brauchen ja noch Maschinengewehr. Doch, Maschinengewehr haben wir die ausgerüstet. Genau, die haben wir ausgerüstet. Aber die Pumpgun. Wir haben eine Pumpgun ausgerüstet, die 71 FPS hat. Was ist denn das für eine Pumpgun? Ist das die hier? 71 FPS. Ah ja, okay. Gut, passt. Alles gut. Dann können wir die auch noch wegpacken. Wir haben hier noch eine. Oh, pff, ja, Maschine. Achso, nee, die. Ja, doch, pack mal weg. Das kann dann in dem Fall. Nee, die haben wir gesagt, die wollen wir nicht ausrüsten. Zwei Angriffe. Nee, die lassen. Wir haben ja gesagt, die seltenen Sachen, die lassen wir eher ausgerüstet. Also kann das auch weg. Das kann auch weg, obwohl die viel mehr Schaden macht, ne? Eieiei. Ungewöhnlich ist besser. Ich glaube, wir sollten vielleicht schon. Ja, die seltene hat natürlich mehr Specs noch, ne? Also wir haben hier physischen Schaden, kritische Trefferchance, Chance auf Bluten. Ah, das ist immer eine schwierige Entscheidung, sowas wegzuhauen. Die ist auch besser, die hat 65. Ungewöhnlich ikonisch sogar. Ikonisch, das ist eine ikonische Waffe. Aber die ist ja dann eigentlich schon besser. Warum ist die ikonisch? Was kann die besser? Freier Zielfernungsgurt, freier Mündungsslot. Das hat die ja auch. Achso, dieses. Okay, nee, dann, wenn die mich extra fragen, dann nicht. Okay. Ja, passt. Das lassen wir mal drin. Da haben wir noch diese ganzen Shirts und sowas. Ja. Nee, diese fünf. Achso, wir haben eigentlich gesagt, ne, die wollen wir eigentlich zerlegen. Das zerlegen wir auch. Kann ich dir nicht sagen, dieses ganze Junk-Zeug kann ich wieder hier verkaufen. Das wäre natürlich super. Da haben wir die Zielfernrohre, die würde ich auf jeden Fall lassen. Da haben wir einen Mod. Den würde ich gerne mal irgendwo einbauen. Ah, siehst du, das ist der Mod, den wir gekauft haben.
wo ein paar Probleme hat, ein Kurzschluss. Das ist der Quick Hack. Cyberware Mod. Ist auch voll komisch, dass jetzt hier keine Musik kommt. Ist voll doof. Ja, okay. Cyberware Mod. Ja, das lassen wir mal drin. Und Junk kann man anscheinend hier nicht verkaufen. Ja, und das ist alles. Okay, alles klar. Haben wir jetzt verkauft. Wow. Was? Hä? Look? Look oder Luke? Don't walk. Okay, Englisch. Wir haben es auf Deutsch eingestellt, aber das ist auf Englisch. Toll, CD Projekt. Habt ihr gut gemacht. Ja, egal. Dann gehen wir jetzt mal hier zum Jackie und machen hier mal Le Missioner. Da haben wir auf jeden Fall nur noch 40 Schuss. Das ist blöd. Wir brauchen mehr Schuss. Also ich muss ich muss mit der Pistole angreifen. Wie dämlich ist das denn? Naja, egal. Hast du's etwa eilig, Mano? Okay, okay. Benutze die Gegensprechanlage. Na dann. Action. Achso, muss ich vielleicht noch quatschen, ne? Wahrscheinlich. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Ja. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Ach, kennt uns nicht, aber jetzt so. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wir sind verdammt gut vorbereitet. Will ich alles mitnehmen. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Militech, keine Frage. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrompt. Das kann ja alter werden. Alles mitnehmen. Na, ja, habt ihr gelernt. Alles, was kostenlos ist, mitnehmen. Wenn kein Preisschild dran ist, mitnehmen. Da ist auch was mitzunehmen. Was auch ich immer hier alles mitnehme. Aber ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall wieder zu Jackie gehen. Jetzt zu looten gibt. Eieiei. Also es wird auf jeden Fall ein Loot-Game. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Wunderbar. Ich weiß auf jeden Fall nicht, ob man es dann so einfach haben, hier rauszukommen, wenn hier überall so diese Sprengminen zu sehen sind. Sagst du mir auch irgendwas? Nee, nix sagen, dass ich das aufmachen soll? Nein? Okay. Geh durch. Geh. Geh. Wieso muss ich immer gehen? Was war das denn? Ah je, das habe ich auf jeden Fall auch schon in diesem Let's Play da gesehen. Hier werden wir auf jeden Fall eine Menge Ärger bekommen. Eine Menge Ärger. Das können wir auf jeden Fall hier mal alles schon mal markieren. Diese ganzen People. People. Da haben wir eine Remote-Deaktivierung. Aha. Wo haben wir denn hier noch ein paar People? Kamerasteuerung.
Ach, da unten war irgendwas. Ja, okay. Der scannt ja alles. Mhm. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Ja, ist ja gut, ne? Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ja, das ist mir schon klar, Jaggy. Bin nicht auf den Kopf gefallen. Zusammensetzung, aha. Warum kann ich das ja alles droppen? Wie schräg ist das denn? In einem Feindgebiet. Okay. Also es geht hier auf jeden Fall dann demnächst ab, auf jeden Fall. Wir markieren die hier schon mal alle. Mein ganz präventiv. Oh, hier gibt es ganz viel zu droppen. Nimm mal mit. Nimm mal alles mit. Da ist auch noch was zum Droppen. Ich komme gleich. Bin da Tropper. Ich hoffe, ich habe jetzt ganz viel Maschinengewehr-Munition genommen. Weil das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich drop einfach. Ich lese gar nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, ne? Müllcontainer, Beseitigung, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier jemanden ruhig beseitigen müssen, die Übergabe. Nimm mal mit. Da ist auch noch was mitzunehmen. Ich muss übrigens sagen, dieses Drop-System ist echt kacke, ne? Manchmal klappt das, manchmal nicht so gut. Scheiße. Ich glaube, wir haben alles wieder. Oh. Okay, Kuh. Kuh ist Nahangriff. Wusste ich aber nicht. Jetzt wissen wir's. Ja, let's fest. Gehen wir mal rein hier in die coole Stube. Cool bleiben wir. Denkt dran. Ich bin ganz cool. In ihrem Terrain. War immer cool. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt einen Bot, der MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Auf Sofa, setzen. Dumdum. Dumdum. Du Dummi, Dummerchen, du... Dumm. Ja, gibt's hier noch was zu droppen? Ich würde erst gerne kostenlos was mitnehmen. Nein. Okay, dann setzen wir uns auf so. Ja, ist ja gut. Geht auch für dich. Fleischklops. Alter. Ich stehe lieber. Du brauchst gar nichts sagen, du. Ist das so schwer? Krücke. Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, Jack, wenn du keine. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Nee, ach was. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Nee, danke. Danke, brauche ich nicht. Bin ja kein Cyborg. Nach den Drogen. Was ist er? Ach so, ja, jetzt kommt hier. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Die sehen alle so hübsch aus. Ja, Militech quatsch mal ein bisschen. Nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Ich habe übrigens jetzt auch meinen Lautstärke ein bisschen runterreguliert. Hört er echt die? Ich hoffe, das passt jetzt so, weil in der ersten... Ich muss ihn sehen. Also in der 11. Aufnahme ist es schon etwas übersteuert. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung.
Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Nehmen wir. Wird reichen müssen. Wir nehmen ihn, Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich rede mit dir! Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und vorher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Hä? Bist du bekloppt? Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Bist du bescheuert? Ich rede mit dir! Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet? Tante Emma. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Los, was drück ab! Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Ich warte nicht! Peng! Kommt her, ihr Wichser! Ab die Ratte! Ach, wie fertig bist! Die Wale! Fuerte, cabrón! Mensch, krieg den doch mal tot hier. Was ist denn los hier? Moment, ich schlag nach. Ja, ich auch. Die ganze Zeit schon. Was ist denn das für eine Kackwaffe? Upgraden von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item. Nee, ich hatte ja vorher schon ikonische Items. Zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items erstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items erstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Ja. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Ja, wenn wir jetzt mal kurz eine Ruhepause haben, ist das ganz gut. Kann man eigentlich auch so bleiben. Nee, ich wollte nicht zahlen, weil ich tatsächlich, ich will irgendwie die Kohle selber haben. Und ich hoffe darauf, dass wir die Kohle durch diesen Chip selber kriegen. Ich hoffe, wir können uns das irgendwie abzweigen. Klar, wir müssen jetzt hier durchschießen, aber das war uns ja eh klar. Das müssen wir so oder so. Ja. Gucken wir einfach mal. Ich trinke jetzt nochmal hier einen Schluck. So. Ah. Na, dann geht's mal weiter hin. Euro-Dollar. Ja, ganz ruhig. Mal gucken, was hier zu looten gibt. Ah, dieses Loot-System ist echt scheiße, Mann. Was ist das hier? Ach. Okay, nee. Müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen.
Ich hoffe es echt, ne? Wenn ich jetzt mal hier, da mal die Pumpgun, da haben wir 70 Munition. Wir können es mit Maschinengewehr versuchen, aber wir machen einfach die Munition leer und dann gucken wir mal weiter, ob das klappt. Da haben wir auf jeden Fall einen Bot. Na, mehr haben wir auch nicht. Wir haben nur noch jetzt das gelootet, was zu looten geht. Ach ja. Ja. Bot und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Jetzt lassen sie verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Ja, das glaube ich dir sofort. Na komm, mach auf. Warum muss ich das immer machen? Dann geh doch wenigstens auch mal vor, Mensch. Das Fleisch. Ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Benutzen? Das ist wieder hier so ein Ding. Nee. Aber vielleicht kann ich ja hier irgendwas machen. Beim lokalen Netzwerk. Verbundene Geräte remote übernehmen. Da können wir uns so ein bisschen durchgucken. Aber ich glaube, da haben wir nicht so wirklich viel Zeit dazu. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Verlassen C. Halt. Benutzen. Lokales Netzwerk ausschalten. Wir haben das Überwachungssystem ausgeschaltet. Das ist gut. Nachrichten. Da haben wir ein paar Nachrichten, die... Porno, BD, ah, okay. Da haben wir jetzt nicht so Zeit dazu. Wir können das Ding auch schließen. Ah, cool. Ist alles so geht hier. Ich denke mal, da kommen wir hoch, ja. Also diese Hochklettergeräusche, ja, okay. Es geht ja doch recht hier ruhig voran, muss ich sagen. Warum muss ich denn da schon wieder durchgehen? Wie komme ich denn hier durch? Hallo? Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los! Komm mal los! Okay, wir müssen wahrscheinlich doch noch in so einem blöden Kampf. Wo ist denn jetzt der Jackie eigentlich hin? Jackie? Jackie, wo bist du? Ich finde dich nicht. Jackie? Na. Ach, das ist Jackie. Alles klar, sorry. Nicht erkannt. Die können dich sehen. Ach ja, sorry. Oh, ich habe schon wieder dieses X gedrückt. Das ist eine... Diese Steuerung, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier Remi Demi, oder? Weil ich meine, geht ja eh nichts anderes. Kann ich dir auch befehlen, dass du den ausschalten sollst? Geht das? Irgendwie. Hm, ja, da können wir halt Hex anwenden, aber. Das kann ich mal wieder nicht aktivieren, ja. Scheiße! Es bringt halt echt nichts, verdammte Scheiße. Wir müssen den ausschalten. Ja, machen kalt. Echt dauert das so lang. Echt jetzt. Scheiße.
Los, mach deinen anderen kalt. Hä, was lädt hoch? Was lädt denn hoch? Hallo. Ja, ist mir schon klar, dass sie mich sehen. Wie denn schon wieder? Ja. Komm mal, einen Kaffee. Oder auch ein Bierer. Wieso? Was soll denn der Scheiß? Mensch, ich will alles mitnehmen, aber wie soll denn das gehen, wenn ich hier keine Möglichkeit dazu habe? Ich finde das total scheiße, dass sie mich überhitzen können. Ich kann keine Ahnung, wie ich das ausschalten soll. Oh, nachladen. Nachladen. Ich nehme mir alle Sachen mit. Ich weiß zwar nicht, was ich mitnehme, aber... Ich hoffe, ich nehme auch Munition mit. Ich brauche nämlich ganz dringend Munition. Ja, wie denn? Code eingeben, gesperrt. Finde eine Möglichkeit, Brick zu befreien. Scheiße. Ich würde das gerne machen. Der Zünder ist scharf. Ging ja einfach. Mensch, ich will den befreien. Ich will den echt befreien. Ja. Benutzen Nachrichten. Muss doch irgendwie einen Code geben. Irgendwo hier muss es ein... Scheiße, vielleicht hätte ich echt die Texte lesen müssen. Das ist jetzt, haben wir schon eine halbe Stunde rum. Das geht echt fix. Der Code ist... 9691. 9691. 9691. 9691. Ja. Gott, das war eine verdammte Ewigkeit. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was.
langsam, okay? Ich kümmere mich drum. Aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Danke. Ich glaube, das war gut, dass wir den gerettet haben. Und du kommst sicher klar? Das ist mein Zuhause. Na denn? Mach dir keinen Kopf. Ja gut. Haben wir wieder... Oh ja, wir haben wieder Munition. Genau! Du wärst fast getroffen worden! Hä, von wem denn? Hier ist doch nichts. Wer ist das denn? Ach, das bist du. Man kann hier natürlich schon, weiß gar nicht so richtig, was man machen soll. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht in dieser Mission, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt mache. Irgendwie ist das alles so wild. Du wirst hier reingeschmissen in die Mission. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Echt nicht. Du kommst hier rein und hast überhaupt gar keinen Plan, um was es hier geht. Wenn du dich vorher nicht beschäftigt hast mit dem Spiel. Das öffnen wir, glaub nicht, würde ich sagen. Wir müssen in die andere Richtung. Also, bin damit echt nicht glücklich, so insgesamt. So ein bisschen mehr Storytelling wäre schon toll gewesen. Schemata haben wir gerade gelootet. Also was ich halt gefunden hätte, wäre halt, wenn wir noch ein bisschen mehr in dieser Konzernrolle gespielt hätten. Das ist so insgesamt mehr. Kameras. Wo? Boiler, okay. Aber die habe ich doch schon ausgeschaltet, oder nicht? Also wie gesagt, ich hätte mir das ein bisschen mehr gewünscht, Konzerner zu spielen. Aber ja, so ein paar Minuten Konzerner sein und dann direkt ausgeschaltet zu werden, ist halt doof. Bewahrungssystem ausschalten. So. Jetzt kommen wir. Okay. Aber ich hatte die Kameras doch gerade ausgeschalten. Hä? Achtung, wie? Hier sind Kameras. Ich hab die gerade ausgeschalten, verdammte Scheiße. Ich muss auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen Dope nehmen. Die kann ich doch auch irgendwie hier an... Lädt hoch, was? Echt, ne? Also. Komm nur rein. Ich habe ja auch Granaten. Ich weiß nur noch nicht, wie man die einsetzt. Die können dich sehen. Ja, ist mir schon klar. Die überhitzen mich ja auch gerade. Hey. Fuck, ich muss nachladen.
Echt, ne? Die Kameras, die können sich in mein System hacken. Wie scheiße ist das denn? Ich will das nicht. Dreitausend Jahre später. Brust. Ja. Wer überhitzt mich hier die ganze Zeit? Kamera oder was? Alter, echt, ne? Also ich glaube auf jeden Fall, wenn wir hier weiter rumsitzen, dann ist Kacke. Achtung, wir haben Granaten! Ja, ich habe auch Granaten. Ich weiß noch nicht, wie man die einsetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Also echt, ne? ausschalten. Alter, das dauert ja Ewigkeiten, ne, mit diesen Quick-Hacks. Gut, dass es Quick-Hacks sind. Was war das nochmal? Pingen? Achso, ich habe jetzt hier noch nur noch Cyberdeck-Speicher 3 von 5. Also das System habe ich auch noch nicht verstanden. Wäre auch schön gewesen, wenn man sich da so ein bisschen mehr... Wenn man da ein bisschen mehr eingelernt wäre. Ich habe keine Ahnung. Mach einfach irgendwas... Bis es halt leer ist. Durchbricht das Eis des Gegners und macht alle mit dem Netzwerk verbundenen und Geräte anfälliger Quick Hacks. Ping. Achso, ja, das geht gut. BD. BD 55. BD. Nee. PD, jetzt haben wir's. Einschalten? Ne, einschalten muss man auf jeden Fall nicht. Scheiße, ich weiß das mit diesem... Wie kriege ich das denn wieder? Muss ich da irgendwas schlürfen oder so? Keine Ahnung. Alter, das dauert ja Ewigkeiten. Alter Schwede, hey. Ja, also... Ach, ich weiß doch auch nicht. Jetzt stell dir mal vor, du spielst das auf Extreme durch. Da bist du ja irre, wenn du das schaffst. Du hast da kein Leben mehr. La la la. La la la. La la la. Ich hacke hier vor mich hin. Ah. Also das Hacken finde ich schon ganz cool, aber irgendwie... Lädt schon wieder hoch für... Ey, echt, ne? Überhitzen, ja.
echt, ne? Ich keine Ahnung, wie ich dieses Überhitzen aufhalten kann. Scheiße! Ey, echt, ne? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Könnte ich kotzen? Nur weil dieser Kack-Gastank explodiert ist. Oh, so. Viertelstunde haben wir noch. Verdammte Scheiße. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir wieder. Nee. Bleib in Wien. Der Feind schläft nicht. Ja, halt die Schnauze. Das sind doch genau die Kameras. Das kann doch nicht sein, dass die an sind, wenn ich die ausschalte. Was soll das? Was soll der Scheiß? Nächstes Gerät 1. Denn hier ist doch niemand mehr. Den haben wir auch befreit, das ist ganz gut. Scheiße, ey. Ist echt scheiße. Die kann ich ja auch irgendwie ausschalten, ne? Ich hab die ausgeschalten. Ich hab die echt ausgeschalten. Das gibt's doch nicht. Hm. So. Ja. Ach, Mensch. Einschalten. Ja, man kann sie auf jeden Fall ausschießen. Hä? Was? Hä? Da reinkommen könnte auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Hä? Woher? Woher, verdammte Scheiße? Das mit diesen Überhitzen geht mir so auf den Sack. Wisst ihr, wie man das deaktivieren kann? Wäre ich sehr dankbar dafür. Mach doch mal was, Jackie. Für was bist du da, du Nichtsnutz? Ah ja, hier gibt's viel zu looten. Jetzt haben wir wahrscheinlich erst schon alles gelootet, aber müssen wir ja nochmal machen. Ja, auf ein neues, ne, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir alles mit hier. Ey, echt, ne, wenn ich nicht genug Kohle kriege, dann raste ich aus für diese Kackmission. Ja, komm halt die Schnauze. Bastardo.
Wie soll ich denn vorsichtig sein? Ich kann ja nur durch Wände gucken, das wäre ja schön. Oh. Die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Man muss einfach nur einen Kopftreffer landen. Mhm. Vielleicht müssen wir auch generell mehr taktischer vorgehen. Ich komm nicht holen. Ja, komm her. Hm. Mhm. Na, wo steckst du, Kleiner? Ist so viel zu looten? Ja, ich muss das looten. Die Waffe ist gar nicht mal so verkehrt, tatsächlich. Gabe, jetzt mach mal die tot. Hallo? Wo bist du denn? Hä? Machst du eigentlich auch was, Jackie? Das wollte ich doch gar nicht. Alter, echt, ne? Das macht mich hier ganz kirre. Diese Aufregung. Tut mir leid, dass ich jetzt so ruhig geblieben bin hier. Oder vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Ich kann nicht mehr, das... Das ist zu viel Druck. Sorry, jetzt muss ich den Loot holen. Das haben wir schon, okay. Ah, das haben wir wahrscheinlich erst schon geholt. Hä? Ich höre aber noch Stimmen. Ich höre irgendwo noch Stimmen.
Also das heißt, Kameras deaktivieren bringt nicht so viel. Man muss sie wirklich kaputt schießen. Man kann sie nur in eine andere Richtung stellen und dann deaktivieren. Das macht vielleicht noch irgendwie vielleicht Sinn, aber kostet nur Hacking-Punkte. Oh nein, ich hab zu viel dabei. Fuck, ich kann doch nicht mehr rennen. Scheiße, das kostet mir ein... Oh, wir haben einen Vorteilspunkt, das ist schon mal gut. Und einen Attributspunkt. Den Attributspunkt... Setz mal. Auf was setzt man das? Ich will das Intelligenz haben, ja doch. Also, Attributspunkt auf Intelligenz... Achso, zum Lernen halten. Haben wir gehalten. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja hier mehr in diese Richtung gehen. Oder Konstitution. Das wäre natürlich schon cool. Regeneration ein bisschen mehr insgesamt, aber... Maximale Ausdauer, das wollen wir nicht. Maximale Gesundheit, das brauchen wir. Ja doch, das brauchen wir unbedingt. Machen wir maximal das. Ich brauche das einfach. Habt ihr ja gesehen, wie oft ich das Asthma-Spray genommen habe. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Uhr gucken. Jetzt haben wir es bald die Stunde voll. Aber. Achso, stimmt. Ich habe ja immer noch zu viel im Inventar. Das wollte man nicht. Inventar. Was habe ich denn alles im Inventar? Ich habe Hosen. Oh Gott, da habe ich viele neue Hosen. 9,8, 11,2. 11,2 ist gut. Dann nehmen wir die. Ja, nehmen wir die. Und der Rest würde ich mal sagen, ja, würde ich... 11,2. Lass mal fallen. Das ist voll doof. T-Shirt. Was haben wir hier an T-Shirts? Ja. 17,8. 19,4. Leichter Elastormer Netrunning-Anzug. Den könnten wir vielleicht tragen. Ja, den tragen wir jetzt. Sehr gut. Ja, dann hier mal weglassen, so. Was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir neue Westen. Oh, kurzärmelige Maelström-Nietenjacke. Er war kurz nackig. Oh, ja, Mann. Lässig. So ist geil, so ist lässig. Ja, geil. Fetzt. Was haben wir denn hier noch? Maelström-Feldjacke? Mein Name ist Neo. Neo. Auf jeden Fall Panzerung ist wichtig. Also diese blaue Weste darunter sieht ein bisschen affig aus. Die kann man jetzt sagen, eigentlich diese Blattpanzerung können weg. X fallen lassen. Dann haben wir noch neue Boots. 9,8. Polyamid, Kampfstiefel mit Titanschicht. Klingt gut. Ja, sieht auch nicht so affig aus. Dann lassen wir die mal fallen. 9, 10, ja, lassen wir die mal fallen. Ja. Ich höre hier irgendwelche Stimmen. Das klingt nicht so gut. Was hört man denn hier für Stimmen? Was ist das? Nee, da müssen wir anscheinend nicht machen. Ja, also es wäre schon mal cool, wenn wir hier irgendwie rauskommen würden. Eigentlich nur noch hier Sachen zu hacken. Fluchttür, na dann ab zur Fluchttür. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Ja, wie denn? Ach, da steht ja der Weg. Auf der Minimap. Müsste man vielleicht mal gucken, was ist denn da für ein Scheiß hier? So. Oh, da gibt's noch was zu looten. Da gibt's noch ganz viel zu looten. Ich bin der Looter King. Looter King.
Oh, da kann man ja... Wow, da kann man alles ausschalten. Klasse. Das hat mir jetzt viel gebracht. Bla bla bla. Sorgfältig lesen. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, alles klar. Da gibt's auf jeden Fall noch. Und da gibt's auch noch was. Nehmen wir auch mit hier. Oh. Alter, Checky macht mir mal echt Angst, ja. So mittendrin. Ja, in dem Fall zur nächsten Tür hier. Oh, es geht immer noch weiter. Kann es nicht vorbei sein? Okay. Was hier von uns sind nicht übel. Lass uns reden. Was? Hä? Ich habe immer noch keine optionale... Hier sind Kameras. Komm schon. Zeig deine hübsche Visage. Kamerasteuerung bringt uns, glaube ich, insgesamt mehr, als das Ding auszuschalten. Aber wir müssen es erstmal ausschalten. Ja, wir schalten es erstmal aus, was ja Ewigkeiten dauert. Ja, hat mich gleich wieder entdeckt, wie immer. Ja, was hat denn der für einen Kopf? Wo ist denn der jetzt hin? Woher kommt dieses Scheißüberhitzen? Das kotzt mich an, verdammte Scheiße! Keine Ahnung, woher das kommt. Ich überhitze hier einfach. Das macht man hier so in Cyberpunk. Ey, echt, ne? Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst! Der macht uns platt! Das ist schon wieder scheiße, ne? Ich habe hier wieder zu viel im Inventar und kann wieder nicht rennen. Das kotzt mich an. Es kotzt mich regelrecht an. Neue Pistole. Wir gucken mal nach einer neuen Pistole. Da, oh. Nicht verkehrt. Dann legen wir das mal ab hier und nehmen hier mal eine neue Pistole. Ich glaube, das ist sinnvoll. Da können wir auf jeden Fall wieder ein 21, 28 ist gut. Ich glaube, wir würden nehmen die 28, mehr Reichweite. Und, scheiße, ich kann keinen Schalldämpfer nehmen. Aber, hey, egal, ist halt so, ne? Danke, neu, da steht immer noch neu. Warum steht denn da neu? Ja, okay. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall mal hier noch die Schrotflinte an. Schrotflinte, wir sind jetzt wieder upgraded. Ne, das sind... Hä? Ausgerüstet? Doch, die ist besser. 90 FSPS. 91,8 SPS. Ja, doofe Frage, ne? Wir nehmen auf jeden Fall die hier. Da haben wir die Schrotflinte. Und bei der Machine Gun nehmen wir die. Oh, fuck. Jetzt habe ich das wieder nicht abgerüstet. Das ist so kacke. Also es ist wirklich kacke. Wir machen jetzt hier einfach eine längere Folge draus. Ist jetzt scheißegal. Ihr müsst es jetzt einfach länger gucken. Scheiße, ich weiß nicht mehr, welche ich ausgerüstet habe. Oh, der hat einen Mod drin gehabt. Ein Mod hat er drin. Erhöht den Schaden um 5. Aber ich glaube, das ist auch die wollen wir dann nachher ausrüsten. Ich hab keine Ahnung, wir hatten irgendeine Maschinengewehr drin. Ah, vielleicht die hier? Ja.
Wächter mit. So. Jetzt aber. Jetzt kann man sagen, okay, die hat hier deutlich mehr Schaden. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch neue Reichwerten. 47, 21, 34, 23 und 15. Dann ist die eigentlich ganz gut. Und ich will die Mündung halt nicht drauf machen. Schadenmultiplikator von 2,5. Verringert den Grundschaden um 30. Ich finde das nicht gut. Ich finde es echt nicht gut. Sollten eine Pistole haben, aber kein Maschinengewehr. Schade. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, das ist hier diese ikonische Waffe. Dann lassen wir das mal fallen. Obwohl, es gibt 19... Fuck. Dann haben wir wieder eine neue Panzerung. Das ist echt zum Kotzen, ne? Muss ich schon ganz ehrlich sagen, hier insgesamt. Ich will ja die ganzen Klamotten gar nicht ablegen. Ich will das ja verkaufen oder in mein Inventar legen. Das wäre ja super. Das heißt, die Waffen nehmen am meisten Gewicht weg. Okay, scheiße. Ich dachte jetzt, kann ich das ja auch nach Preis sortieren. Oh. Oh. Die gibt am meisten 116 und die gibt am wenigsten. Alles klar. Na dann. Raus damit, raus damit. Oh. Raus damit. Raus damit. Ja. Geil. Magazin ist leer! Wo sind die denn? Wo siehst du die denn? Ich stehe auf jeden Fall mal auf jetzt hier. Wer weit jetzt nicht sehen. Fast am Ausgang. Ja, will ich hoffen. Geile Pistole, ey. Warum können die sich in mich hacken? Das geht mir voll auf den Sack. Wieso treffe ich den denn nicht? Oh, scheiße, das ist schon mal gut. Achso. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Hier mal die Nachrichten. Alter, echt, ne? Hm? Was? Also die, Alter, wer hackt mich denn hier die ganze Zeit? Was soll denn der Scheiß? Keine Ahnung. Also wie gesagt, das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Los mit lustig! Ja, genau. Ich glaube, ich nutze diese Items noch viel zu wenig. Aber sorry, ich bin da einfach noch nicht drin. Mir geht das viel zu schnell hier insgesamt. Genau. Das Spiel ist einfach viel zu schnell. Was haben wir noch so im Angebot? Da. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Nein, wir sind überladen. Ey, das kotzt einen an. Das kotzt einen an, echt. Diesen Scheiß. Also ganz ehrlich. Wer denkt sich denn so ein Inventar aus? Kann ich ja irgendwie ein größeres Inventar machen? So ein Rotz. Ne?
Also wirklich. 116, dann packen wir die hier unten mal wieder raus. Aber wir können die auch zerlegen, ne? Dann zerlege ich die doch mal. Ich habe irgendwas bekommen, okay, dann zerlegen wir das auch mal. Dann zerlegen wir das auch mal. Ungewöhnliche Item-Komponente. Ja. Reicht. Ey, sorry, aber das muss man einfach looten. Wer sowas nicht lootet, ist selber schuld. Wir können dich sehen. Ist mir scheißegal. Das wollte ich doch gar nicht. Auf jeden Fall insgesamt ein bisschen ungenau. Ey, ne, echt, jetzt reicht's mir ja. Okay. Ging ja einfach. Haben wir noch ein bisschen Spielautomat? Weißt du, ne? Also, CD Projekt. Ihr sagt ja die ganze Zeit, das ist so ein Open-World-Game. Aber man kann hier kein Spiel spielen. Echt, ne? Also, was könnt ihr eigentlich? 8 Jahre. 8 Jahre für was? Für die Katz. Hier gibt's eigentlich nichts zu... Doch, da gibt's was zu looten. Oh. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Da gibt's auch was zu looten. Was habe ich denn hier die ganze Zeit? Ah, Street Creed. Creed. Also am Sonntag könnt ihr auf jeden Fall länger gucken. Alles Absicht. Alles für euch. Das Maschinengewehr finde ich auch geil. Oh, Maschinengewehr. Wir müssen da zwar nicht durch. Oh. Ich weiß übrigens noch nicht, wie man Granate wirft. Ich bin überlastet. Super. Ey, das kotzt ihn an. Das kotzt, also ohne Scheiß, es kotzt ihn regelrecht an. Haben wir mehr Panzerung, das ist gut. Immerhin etwas. Dann zerlegen wir das doch mal. Zerlegen. Ey, 10, also 10, ganz ehrlich. Da kannst du ja nichts anfangen mit 13. Was auch immer ich da alles bekomme. Da kriegt man 80. Also, oh. Ich bin gespannt, was das alles generell noch für Kohle bringt insgesamt. Ja. Achso, ja, wir sortieren immer mal wieder nach dem Preis. Le Preis. Zerlegen. Einfach damit wir mal wieder laufen können. Wo geht's denn dahin? Sorry, aber da muss ich schon nochmal nachgucken. Ach, das ist das. Okay, gut. Alter, Jackie. Alter. Ich bring dich irgendwann nochmal um, wenn du mir die ganze Zeit so hinterherläufst. Ganz gechillt. Alter Schwede, krieg ich immer voll die Panik. Ich will das nicht öffnen. Sonst entdecken die.
die uns? Ja, die haben mich da eh schon entdeckt. Da würde ich mich gern einhacken. Optik Neustart. Bin denn um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden? Nee, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will das hier haben. Das sieht ja Optik des Ziels aus. Ja, das will ich machen. Oh ja, da kann man noch ein Bierchen trinken. Also ich denke auf jeden Fall nach der Mission machen wir mal einen Cut für den Sonntag. Und dann machen wir mal wieder 30-minütige Folgen dann für die Woche. So der Plan. Wochenende eine Stunde, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und in der Woche machen wir 30 Minuten. So roundabout. Ich muss dann natürlich auch mal gucken, dass das irgendwie insgesamt klappt. Dass sich das ausgeht, wenn wir natürlich Missionen machen, ist natürlich blöd, ne, mitten in der Mission aufzuhören. Gucken wir einfach mal. Ach. Gibt's ja Kameras? Nee, eigentlich nicht. Ne? Also das mit dem Hacken finde ich verdammt geil. Das macht mir richtig Spaß. Aber das mit diesen Hacking Points oder diesen Cyberdeck-Speicher, ich habe das einfach noch nicht gerafft, was das sein soll. Jackie? Hilfst du mir nicht? Ja, scheiße. Die sehen uns so oder so. Wie, die können dich sehen. Wo denn? Ach so. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich leise ausschalten. Oh, das ist eine geile Waffe, die ist hart. Die ist hart as fuck. Lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Ja, ich mich auch. Und die Zuschauer sicher auch. Aber, ja, ja, ich hasse die, also dieses Loot-System echt, ne. Wir brauchen mehr Gepäck, insgesamt. Also ich kann gerade nicht rennen. Was auch immer ich hier die ganze Zeit mitnehme, ich weiß es ja gar nicht. Ich nehme halt einfach alles mit, was kostenlos ist. Passt halt immer irgendwie in die Reisetasche. Aber hier irgendwie nicht. Mhm. Ich will auf jeden Fall, ich hoffe, wir kriegen ordentlich Kohle von der Ische da. Ich hoff's so sehr. Da ist noch was zu looten. Echt, ne, das geht mir so auf den Sack mit diesen scheiß Looting-Kack. Warum? Nee, ne, also ich glaube, die Waffen sind einfach zu krass, ne, die kann er nicht tragen. Preis, wir müssen wieder nach dem Preis suchen, da haben wir 116 und ganz unten haben wir 25, die können wir wahrscheinlich hier zerlegen. Ist ja ganz ehrlich, diese Waffe, ikonische Waffe, die zerlegen wir. Da kommt bestimmt irgendwas raus. Achso, Z muss ich dazu drücken. Ja. Die zerlegen wir auch.
Da zerlegen wir auch was. Oh, 35. 35, ja, ist egal. So. Egal. Ist ja scheißegal. Oh, wir können hier, warte mal, wir haben ja Levelausstieg. Das machen wir eben gerade. Verfügbare Vorteilspunkte. Wenn das geht bei Konstitution, da haben wir eigentlich gar nichts mehr. Wahrheit, maximale Ausdauer, Mario. Erhöht die Tragekapazität um 50. Ich denke, das machen wir. Jetzt gehen wir nämlich richtig auf den Sack. So. Okay. Oh Gott. Wir haben viel zu viele Einstellungsmöglichkeiten. Weißt du, das machen sie total komplex, damit überhaupt gar keiner mehr durchblickt und damit, damit du ganz verschiedene Optionen hast, was einzustellen. Anstatt ein System zu machen aus diesen drei Kackdingern da. Nee. Da macht man hier so ein System. Aber Spiele spielen in einer Mission, das geht natürlich nicht. Das können wir nicht verantworten als CD Projekt. Verdreht die Nadel. Aha. Das interessiert mich eigentlich gar nicht hier. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich auch nicht. Nee, auch nicht so. Werte. Können wir noch Werte hier? Gesundheit. Ich würde Gesundheit gerne verbessern. Aber da geht wahrscheinlich nichts. Ich verstehe dieses Level und das Street-Grid auch nicht so ganz. Wir haben es auch nicht 22 oder 29, wir haben es 1.20 Uhr. Okay, Charakter. Einen Vorteilspunkt können wir noch vergeben. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Mhm. Also, ne, schaltet den Demon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk 6 Minuten lang deaktivieren kannst. Das heißt, die Kameras, die wir deaktiviert haben, die sind dann wieder aktiv. Aha. So, so. Ach, ich weiß da auch nicht. Das sind alles so Sachen, die sind eher so passiv, so langweilige Sachen. Quick Hacks, warte mal. Quick Hacks, ja. Ermögliche Regeneration von Speicherkapazität im Kampf, stellt alle 60 Sekunden 4 Speicherpunkte. Das ist doch super, das nehmen wir. Ja, perfekt. Achso, wir müssen ja... Ah ne, doch, wir haben uns gerade wieder freigeschalten. Nehmen wir mit. Gibt's da noch was? Ne. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Jetzt wartet doch mal. Ich muss hier noch looten. L-O-T-E-N. You know what I mean? Yes, yes. You know, was ich meine. Hier gibt's so geile Sachen. Also ich weiß ja gar nicht, was ich überhaupt loote. Ich drücke einfach nur F. F. Ne, auch so ein Hotels könnt ihr ruhig mitnehmen. Das ist ja am Preis inbegriffen. Das könnt ihr ruhig mitnehmen. Haben wir noch was? Es gibt so viel, was man alles machen kann hier. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Ah, da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Das nehmen wir mit. Na, C. Jetzt können wir rausgehen. Ja, komm. Ah, Militech. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Naja, klar, die kommen jetzt doch gleich. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Doch, das... Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest. Klar. Das sollten wir wiederholen. Die räumen das Gebiet jetzt, alles klar. Nichts lieber als das? Ja, warum nicht? Bis zum nächsten Mal dann wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Die gefällt mir sicher mit der... das Areal. Ja, doch, können wir zusammenarbeiten.
Zeit, dass wir abhauen, Gartner. Ja, und willst du deine Drohne nicht mehr haben, oder was? Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Gute Arbeit, Jack. Danke, Jack. Ja. Verlässlich wie immer. Dito, wie? Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Gefällt, wie wir arbeiten. Süß. Mir auch, wie. Mir auch. No. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Arschotzen. Ja, Mann. Hey, luego, wie. Hey, luego. Die Übergabe. Ruf Dex an. Sieht's aus, Mr. V. Muss ich gar nichts machen. Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Rick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Ja, ich hab ihn erschossen. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Ja, definitiv. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Ja. Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Was ist das mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Ja, ist okay. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. Geil. Klub, 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 klub. Wir gehen in den Club. Die Übergabe, Mission abgeschlossen, Level 5. Ach, gut, ja, schon wieder. Alles klar. Begib dich zwischen 18 und 6 Uhr. Wo sehe ich eigentlich die Zeit? Die reden ja immer von Zeiten. Der Coop. Coop. Der Coop. Neue Mission. Wo sehe ich die Zeit? I, drücken wir mal hier drauf. Ah! Ist wahrscheinlich das hier. 22.32 Uhr, wann müssen wir zwischen 18 und 6 Uhr? Ja, da können wir eigentlich gleich hin, ne? Theoretisch, theopraktisch. Wir haben es jetzt aber schon 1,5 Stunden. Gute 1,5 Stunden. Ich denke, für einen Sonntag ist das reichlich. Ja, komm, wir machen jetzt noch kurz hier die Charakter. Die Punkteverteilung. Und dann gehen wir auch direkt in den Montag. Yeah. Die Weihnachtswoche. Ja, verfügbare Vortestpunkte. Wo setzt man das ein? Ich denke, ich will halt echt erstmal diese Intelligenz nach oben schrauben. Ja, komm, das machen wir einfach einmal frei. Ja, da können wir auch gleich die Quick Hacks hier verbessern. Und zwar die Regeneration von der Speicherkapazität, das ist wichtig. Ja, doch, das finde ich schon. Ich hack ja gerne. So, jetzt haben wir die Punkte auf jeden Fall verteilt. Inventar haben wir wieder mal neue Sachen. Nichts Spannendes, was wir nutzen können. Aber wir haben ja im Kampf aufgelevelt, das ist schon mal ganz gut. Und wir haben mehr Speicherkapazität insgesamt. Und wir haben jetzt 12.600 diese Eddies da. Das Ding ist aber, das Ding ist, wenn wir den Cops helfen, habe ich das Gefühl, also momentan kriegen wir mehr Kohle als von den Hauptmissionen. Also haben wir ja erst gesehen, das war ja von 2000 auf 7000. Und jetzt, also die paar Peanuts da, naja. Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne mal die Items mal verkaufen. Oder vielleicht auch zerlegen. Ich weiß ja noch nicht so richtig, was das Ganze bringt. Ah, hier können wir auf jeden Fall. Ja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Gehen wir mal zum Menü. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich spiele auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und hauen dann die nächsten Folgen im Laufe der Woche raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abonnement, wenn es euch gefallen hat.
Ich freue mich auf wiederkehrende Schauer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Noch was anderes. Verabschiedung kam zu früh. Ich würde das gerne tatsächlich für die Leute, die das in 21:9 auch wirklich gucken können, also die genauso ein Breitbild haben wie ich, möchte das gerne eigentlich zur Verfügung stellen. Natürlich auch in der entsprechenden Qualität, also in 1440p. Und bin ich gerade ein bisschen noch am gucken, ob es da einen Bildschirm gibt, der für mich geeignet ist. Die Grafikkarte hat mir jetzt erstmal gereicht. Es läuft ja jetzt auch alles flüssig. Das freut mich ja ganz gut. Und gucken wir mal, wie das so im Verlauf des Spiels noch weitergeht. Also wie gesagt, ich spiele jetzt gerade alles auf eigentlich maximale Einstellung. Klar, jetzt auf 1440p oder auf 4K wäre das natürlich noch geiler zu sehen. Aber vielleicht kommt das ja nochmal im Laufe des Spiels. Ja. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich denke, wir hatten jetzt bisher, also wer es bisher geschafft hat und bisher geguckt hat, eine schöne Kennenlernrunde. Ja. Genau. So sieht's aus. ja, in dem Fall wünsche ich euch schon mal einen schönen Sonntag noch, ein schönes Wochenende. Ein schönes Restwochenende, einen schönen Start in die neue Woche, in die Weihnachtswoche. Ich hoffe, ihr habt auch alle Geschenke. Und ja, sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann auch wieder morgen. Freue mich auf eure Kommentare, Abos und Likes. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis morgen.